16 Kilometer Restreichweite. Und hier, das ist ganz wichtig, nämlich Batteriestatus. Das heißt, der Akku hat sich deutlich erwärmt. Viele interessieren sich für ein gebrauchtes Elektrofahrzeug. Doch oft hört man Elektromobilität. Das geht doch nur mit modernen, neuen Fahrzeugen. Die alten sind zu nichts zu gebrauchen. Stimmt das wirklich? Und was ist mit den Gebrauchtwagen, die jetzt angeboten werden? Ich fahre jetzt seit einer Woche ein mehr als 8 Jahre altes gebrauchtes Elektroauto und will in der Praxis ausprobieren, wie gut das funktioniert. Ich bin sehr gespannt auf meine Erlebnisse und nehme euch mit in eine Woche in den Alltag mit einem gebrauchten Elektroauto. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ja, wunderschönen guten Morgen. Es ist jetzt Mittwoch, der 27.01. Wir haben heute früh wieder minus 2 Grad. Und ja, mein Sohn macht sich gleich auf den Weg hier mit dem Citroën zur Arbeit und der braucht ihn heute mal, muss nach Spandau und ich wollte euch nur mal zeigen, eine große Überraschung für mich zumindest ist, ihr erinnert euch vielleicht noch, beim ersten Mal Vollladen hat der Wagen so um die 100 Kilometer Reichweite angezeigt und inzwischen sind wir bei sage und schreibe, Moment, ich weiß, es ist sehr dunkel und ihr könnt es vielleicht nicht gut erkennen, halt mal die Kamera hier rum. 131 Kilometer, eben waren es noch 133, ich hatte dann mal kurz die Heizung angemacht, um die Frontscheibe zu enteisen. Wahnsinn, also die Zellen erholen sich und das bei, wie gesagt, minus 2 Grad, wenn das kein super Einstand für den heutigen Tag ist. Jetzt sind heute früh, mein Sohn ist unterwegs gewesen, einmal quer durch Berlin und Frau und Tochter waren auch nochmal mit dem Auto unterwegs. Gucken wir mal, was jetzt die Ladeanzeige bzw. die Reichweite anzeigt, wie weit das Auto entladen ist. Oh ja, also runter, mal Radio ausmachen hier. Ich zeige euch das mal. Hier, ich hoffe, ihr könnt es erkennen, runter auf 2 Balken und 18 Kilometer Restreichweite. Ja! Das heißt, ja, der Wagen muss geladen werden. Das machen wir jetzt auch mal. Ich habe das schon so weit vorbereitet. Ich muss natürlich noch die Klappe aufmachen. Das ist ja bei dem E.ON hier so, dass man immer diesen Schalter hier, Hebel hier ziehen muss, um die Ladeklappe zu öffnen. Genau. Und ich habe jetzt den GoE-Charger mal auf maximale Ladeleistung eingestellt. Also ich habe 16 Ampere freigegeben im GoE-Charger. Effektiv laden, tritt er dann glaube ich mit 13 oder 14. So, wollen wir mal schauen. Jawohl, ihr könnt das vielleicht hören. Das ist immer dieses typische Geräusch bei diesen alten Drillingen. Die machen einmal kurz den Lüfter an. Die, ich sehe hier beim GoE-Charger drehen sich auch die LEDs und dann laden wir den Wagen und das wird jetzt so ungefähr 3 bis 4 Stunden dauern, bis der voll ist. Und wir gucken mal auf die App vom GoE-Charger, was er denn jetzt tatsächlich zieht. In der blinkenden Ladesäule in dem Display kann man erkennen, dass der Ladevorgang läuft. Man sieht auch die Balken und hier das rote Symbol zeigt es entsprechend auch an. Und dann werfen wir mal einen Blick. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert hier aufs Tablet. Hier auf dem Tablet habe ich jetzt mal, wo halte ich das denn hin, damit ihr das gut sehen könnt. Auf dem Tablet habe ich jetzt mal hier die App vom GoE-Charger und er zeigt jetzt also eine Ladeleistung an von 3,16 kW und 14 Ampere. Das ist auch das, was ich früher mal selber so gesehen habe. Ich habe das auch mal getestet an so einem Steckernetzmessgerät. So etwa 3,2 kW ist das Maximum, was er rausholt. Da seht ihr jetzt, er geht mal kurz auf 14,2 Ampere, 3,19, 3,18, 3,19 Kilowatt Ladeleistung. Und ihr seht, in den kurzen Zeit sind sogar schon 0,11 Kilowattstunden geladen. So, okay, dann würde ich sagen, wir können ja nochmal einen Blick werfen auf die Canyon-App. Die kennen sicherlich alle, die einen alten Drilling haben. Und wer das nicht kennt, das ist einfach eine App, um den Bordcomputer auszulesen. Okay, dann schauen wir mal in die aktuellen Werte rein. Also Batterietemperatur beträgt im Durchschnitt jetzt 12,6 Grad. Das heißt, der Akku hat sich deutlich erwärmt durch die ungefähr jetzt 75, 85 gefahrenen Kilometer. Die heute Sohn und Eltern, meine Frau und mein Sohn heute unterwegs waren mit dem Wagen.
So, dann schauen wir mal, der SOC jetzt 24,5%, es lädt jetzt auch schon ein paar Minuten, das heißt, da ist also schon jetzt schon ein kleines bisschen was an Strom reingeflossen und wir gucken mal, Charging Amp, 14,1 Ampere zeigt er hier an, also das ist das, was auch hier der GoE Charger anzeigt, der zeigt jetzt hier 14 Ampere an, also das passt ziemlich gut. Und wir haben noch weitere Werte, die wir hier auslesen können, nämlich das, was wir schon reingeladen haben, 60 Wattstunden. Und hier, das ist ganz wichtig, nämlich Batteriestatus, also die Spannung der einzelnen Batteriezellen kann man hier sehr schön sehen. Die Differenz liegt also bei 0,03 Volt, das ist also so gut wie gar nichts, das ist wahrscheinlich schon eher im Bereich des Messfehlers. Also es ist interessant zu beobachten, dass auch bei einem Fahrzeug, das schon knappe 74.000 Kilometer auf dem Buckel hat und auch schon über 8 Jahre alt ist, die Batteriezellen noch sehr, sehr eng beieinander liegen, was die Spannung angeht. Also das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Zeichen. Es zeigt auch, wie gut die alten Drillinge die Batteriezellen balancieren. So, was haben wir dann jetzt hier noch? Das ist die Batterietemperatur. Die geht ein bisschen auseinander. Da haben wir so Werte zwischen 12 und ungefähr, nein, Entschuldigung, zwischen 10 und 14 Grad. Das ist ein bekanntes Phänomen bei dem Wagen. Das liegt einfach daran, die Zellen, die weiter außen sind an den Packs, die sind halt ein bisschen kühler und die innen liegen, die sind logischerweise ein bisschen wärmer. Aber der Ion hat, und vielleicht hört ihr das ab und zu, ein flüssigkeitsgekühltes Batteriemanagement, Thermomanagement-System. Das heißt, dieses Geräusch, was ihr immer hier so kurzfristig zwischendurch hört, das ist ganz einfach nur dieses Kühlungssystem, was dann immer wieder mal kurzfristig anspringt, um diese Kühlflüssigkeit um die Zellen herum zu bewegen und die Temperatur auszugleichen. Schauen wir mal, was wir da noch für Daten haben. Das brauchen wir jetzt hier nicht. Das brauchen wir auch nicht. Speed in History brauchen wir auch alles nicht. Also ich werde zu der Canyon App dann auch noch mal ein genaueres Video machen. Das mache ich vielleicht morgen oder übermorgen. Das ist noch ganz interessant. Hier kann man sehen, wie die Batteriespannung jetzt langsam ansteigt. Von knapp unter 340 Volt sind wir jetzt bereits schon bei genau 340 Volt angekommen, also klar, durchs Laden nimmt die Spannung halt zu. Na gut, dann würde ich sagen, wir lassen dem Wagen jetzt mal seine Zeit, um sich möglichst weit aufzuladen. Ich habe, wie gesagt, habt ihr auch gerade gesehen, den Ladestrom jetzt mal auf Maximum gestellt und bin mal sehr gespannt heute Abend, wenn er fertig geladen hat, was wir dann für eine Restreichweite angezeigt bekommen. Und ihr könnt sehen hier auf der App, dass der Ladezustand jetzt bei 90% liegt, 361 Volt. Und wenn ich mir das hier angucke, dann seht ihr auch, dass noch nicht alle Balken sichtbar sind. Vielleicht kommt ja heute noch irgendwas. Ich gehe aber mal davon aus, dass es das heute war. Ich freue mich auf morgen. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao, ciao.